Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 6 News Update. Ihr habt es gerade mitbekommen, ich habe live in die neue Season reingestreamt. Der Support war wieder unendlich geil für alle, die eingeschaltet haben. Danke nochmal nachträglich für so viele Zuschauer, Daumen, Donations, neue Abos und so weiter. Wir sind kurz vor der 9000er Grenze, vielleicht schaffen wir die heute ja noch. Ich würde mich wirklich sehr drüber freuen. Also es geht jetzt auf jeden Fall um die Patch Notes. Es hat sich verdammt viel getan. Ich habe sie im Stream schon vorgelesen, wer es nicht mitbekommen hat. Ich habe eine Menge vorzulesen. Falls ich hier und da ein bisschen stottere, sorry dafür. Ich bin jetzt schon seit 25 Stunden wach nach meiner Nachtschicht, aber ich dachte mir, komm, ziehst du durch. Wir fangen direkt mal mit den Schildmetadaten an. Alle Rüstungen bis auf Gold verschwinden aus dem Lootpool. Wir starten sofort mit dem Evo-Shield, was man in der Ausrüstung erstmal nicht sieht, weil sie bei 0 Energie, sage ich mal, startet. Wir müssen erstmal ein bisschen Schaden austeilen, bis wir dann tatsächlich eine Zahl sehen. Wir können jede Evo-Stufe finden, außer die rote. Das heißt, wir können ein weißes, ein blaues und ein lila Evo-Shield auf der Karte finden. Also alles halb so wild. Wie gesagt, ich habe schon erzählt, rote Stufe ist nicht zu finden. Wir starten mit Stufe 0. Bei den Lebenspunkten gibt es eine Änderung. Die weiße Stufe hat 25 Lebenspunkte, die blaue 50. Die lila und das goldene Standard-Schild, will ich es mal nennen, haben jeweils 75 Lebenspunkte und das rote hat 100 Punkte. Das heißt, wir können mit dem roten Evo-Schild nicht mehr die 225er-Grenze knacken. Bei 200 ist Schicht im Schacht. So, und es gibt neue Schadenswerte, um die jeweilige Stufe zu erreichen, wenn wir kein Evo-Schild haben. Für die weiße Stufe brauchen wir 50 Schadenspunkte. Obendrauf für die blaue dann nochmal zusätzlich 125. Ab Stufe blau brauchen wir 250 für lila. Und von lila bis Stufe rot brauchen wir nochmal zusätzliche 500 Schadenspunkte. Das ist schon eine heftige Nummer. Dass natürlich Rampart dazugekommen ist, ist völlig klar. Es gibt nochmal einen extra Rampart-Guide für ihre Fähigkeiten und so weiter. Ich habe jetzt im Livestream auch eine schöne 7er-Kill-Runde hingelegt. War natürlich nichts Besonderes. Zweiter geworden mit Casey zusammen im Duo-Modus. Dort haben wir auch festgestellt, dass die Devotion ganz schön finster sein kann. Schon wieder mit einem lila Magazin. Das dazu. Es gibt ein paar Informationen zu den Quests. Wir haben wieder den Reiter Quests in dem Hauptmenü. Es gibt aber keine PvE-Missionen. Wir können quasi Stories freischalten für die Season und die ist in so einer Art Comic-Illustration. Das ist quasi wie so ein Comic, was du aufblätterst und kannst du dir den ganzen Spaß durchlesen. Ist absolut interessant gemacht. Ich blende euch das jetzt hier nicht ein. Ich blende euch lediglich, wenn ich das jetzt noch schaffe, vom Devstream gestern ein paar Bilder ein, damit ihr ein bisschen was schon zu Season 6 seht. Tägliche Schatzkisten gibt es wie in der Questmanier auch, nur dass wir halt keine Quests, wie gesagt, freischalten, sondern nur so eine Comic-Illustrationen. Und in den Schatzkisten befinden sich folgende Sachen. Es gibt einmal Crafting-Metalle, nicht zu verwechseln mit dem Crafting-Material, die Metalle für die Skins, die man freischalten kann. Dann gibt es Challenge-Points laut den Patch Notes. Ich habe aktuell noch keine Ahnung, was die Challenge Points bringen sollen. Dazu gibt es noch keine Erklärung. Und in den Packs können sich auch Apex Packs und Gun Charms befinden. Kommen wir zu den Änderungen der Legenden. Auch sehr, sehr interessant. Ich habe schon mal drüber berichtet, vor einigen Wochen oder Monaten schon, die aufklärenden Legenden Pathfinder, Krypto und Bloodhound bekommen allesamt dieselbe passive Fähigkeit, den Zonenmast zu scannen. Das heißt, jeder kann den jetzt aktivieren von den dreien. Dafür bekommt der Pathfinder eine neue passive Fähigkeit, die interessant ist, mich jetzt aber ehrlich gesagt nicht vom Hocker haut. Und ich kann davor schon mal sagen, der Grappling Hook wurde nicht nachträglich nochmal gebufft. Er ist bei 35 Sekunden geblieben, was mich persönlich extrem enttäuscht. Die passive Fähigkeit. Wir können ja jede Zone insgesamt einmal scannen. Es gibt insgesamt 6 Zonen, also können wir 6-mal einen Mast scannen. Wenn wir in der ersten Zone sind, gibt es zwar mehrere Masten, die wir finden können, wir können aber nur einen scannen. Sobald wir einen scannen, reduziert sich die Cooldown-Zeit der Zipline um 10 Sekunden. Es ist maximal 6-mal stapelbar, das heißt, wir können von 2 Minuten auf 1 Minute die Cooldown-Zeit der Zipline reduzieren. Der Bloodhound, abgesehen jetzt von dem Scannen,
sehr interessant. Ihr kennt es von dem Ulti. Wenn wir während der ultimativen Fähigkeiten Gegner knocken oder töten, erhöht sich die Dauer des Ultis. Das wurde jetzt erhöht pro Kill oder Knockdown um 5 Sekunden. Das ist echt sehr, sehr heftig. Das Interessante dabei ist, dass die Cooldown-Zeit eures Scans während der Ulti aktiv ist, keine 24, sondern 6 Sekunden dauert. Das heißt, wenn wir ständig einen Gegner während des Ultis töten, können wir alle 6 Sekunden echt heftig auf diesen Scan aktivieren. Und der Scan breitet sich doppelt so schnell aus. Auch sehr, sehr interessant. So, was haben wir noch? Krypto, sehr interessant. Und ich glaube, mit diesem Buff wird sich an der Drop-Rate bzw. oft der Krypto wieder ein Gegner sein könnte, sehr viel passieren. Das ist, also der wird eine gute unterstützende Rolle einnehmen. Die Drohne kann nämlich nicht nur den Mast ohne Cooldown-Zeit aktivieren. Also mit Cooldown-Zeit meine ich Aktivierungszeit. Wir kennen das, wenn wir mit Pathfinder dieses Ding scannen, kommt so ein Ladebalken. Der fällt weg. Du kriegst sofort die Information, wo ist die nächste Zone. Jetzt kommt der Hammer. Du kannst mit der Drohne den Respawn Beacon aktivieren. Ebenfalls ohne Aufladezeit. Das heißt, wenn ein Teammate tot ist, holst du dir den Banner, fliegst zum Respawn Beacon oder hast einen mobilen Respawn Beacon dabei und kannst das Ding sofort aktivieren und der Teammate wird sofort wiederbelebt. Das ist eine absolut krasse Geschichte. So, was gibt's noch? Die Drohne kann man jetzt einfacher abschießen. Jedoch wurden die Schadenspunkte der Drohne von 30 auf 60 Lebenspunkte erhöht. Und der EMP finde ich interessant. War schon mal so, der EMP hat Teammates verlangsamt. Ist jetzt wieder so, auch wenn du kein Schild hast und selbst wenn du ein aktiviertes Totem von Revenant hast, wirst du verlangsamt. Bekommst zwar keinen Schaden, wirst einfach nur verlangsamt. Der Revenant bekommt einen ganz, ganz klitzekleinen Buff. Spieler, die von einem Totem durch die Gegner zurückgeschickt wurden, pusht Gegner, die schießen dich runter, während der Totem aktiviert ist, dann spawnst du zurück zu dem Totem und du kannst 2 Sekunden, nachdem du dort zurückspawnst, kein Portal benutzen von Wraith. Sinn dahinter ist, dass es wohl gerade in den höheren Ranked-Spielen, auch in irgendwelchen Pro-Games, so ist, dass erstmal eine Wraith mit am Start ist, die setzt neben den Totem direkt ein Portal und geht dann in die Zone, wo sie pushen wollen. Und wenn sie zurück teleportiert werden, können sie direkt wieder in das Portal gehen und pushen, weil du ja eigentlich noch genug Energie hast. Und das soll wahrscheinlich damit verhindert werden. Kann ich verstehen, hätte ich jetzt aber auch nicht wichtig gefunden, wenn das nicht so wäre. Die Octane-Spritze finde ich jetzt auch nicht unbedingt interessant. Wenn du dir die Steam-Injektion reinhaust, kannst du dich währenddessen heilen? Aber die Verlangsamung durch die Heilung wird nicht deaktiviert. Ich gehe davon aus, Sinn soll der ganzen Sache sein, wenn du dich heilst und währenddessen die Steam-Injektion aktiviert hast und du haust dir vielleicht nur eine kleine Spritze rein oder eine Schildzelle und das ist dann weg oder fertig geheilt, hast du noch den Schub, um dann schneller zu laufen, als würdest du die Spritze quasi aktivieren. Das ist zumindest meine Interpretation. Ich habe es jetzt in Season 6 noch nicht getestet, hätte ich vielleicht mal Casey fragen sollen. Lova bekommt einen klitzekleinen Buff. Die Black Market Boutique kann jetzt nach 90 Sekunden statt nach 3 Minuten aktiviert werden. Interessant, man kann sich auf jeden Fall schneller auf den höchsten Stand von den Waffen, Loot, Rüstung und so weiter bringen, würde ich jetzt mal behaupten, wenn man schnell genug ist. Alle Gibraltar-Spieler, Mains, müssen sich jetzt echt ganz, ganz stark festhalten. Die Ulti wird extrem genervt. Was heißt die Ulti von der Stärke her nicht, aber die Cooldown-Zeit wird von 3 Minuten auf 4,5 Minuten erhöht. Das ist eine heftige Geschichte. Bangalore hingegen, ihre Ulti hat vorher 4,5 Minuten gedauert, dauert jetzt nur noch 3 Minuten. Watsons Must, Ulti kann jetzt Gasfallen blocken. Finde ich jetzt nicht mega spannend. Ich dachte ehrlich gesagt, ich spiele sie echt so gut wie gar nicht. Ich hätte eigentlich gedacht, dass das schon vorab funktionierte. Kommen wir zum Loot. Was hat sich dort getan? Es gibt wieder erweiterte Magazine für die Energiewaffen. Nummer 1. Und der Turbolader ist wieder zurück im Spiel. Ihr habt es wahrscheinlich alle selber mitbekommen. Warum sind eigentlich die Farbe so dunkel? So blass. Egal, darum geht's gar nicht. So, der Prezi-Choke als Hop-Up ist aus dem Spiel geflogen. Wer Freund dieses Hop-Ups war, der wird sich jedoch freuen.
denn der Prezi-Choke war nur für die Peacekeeper und die Triple Take. Die Triple Take und die Peacekeeper haben standardmäßig jetzt die Prezi-Choke-Fähigkeit integriert. Einfach nur mit einem ganz normalen Tastendruck, wie bei der 301 oder der Flatline, wie wir den Einzelschuss aktivieren. Genauso aktivieren oder deaktivieren wir jetzt die Prezi-Choke-Funktion. Sehr, sehr interessant, finde ich ganz, ganz cool. Ich warte eigentlich immer noch darauf, dass man die Hop-Ups von der Ferne schon erkennt, was es für einer ist. Die sehen alle gleich aus, unterscheiden sich lediglich von der Farbe, was ich schade finde. So, eine Information, die ich vor ein paar Tagen rausgehauen habe. Viele wollten es nicht wahrhaben. Sie werden mich hassen. Ich kann nichts dafür. Ich habe die Information nur weitergetragen. Die R99 wird eine Jobwaffe. Sie ist keine Standard-Jobwaffe mehr. Es ist jetzt eine goldene bzw. rote Jobwaffe. Genaueres am Ende des Videos, was ich damit meine. Eventuell blende ich es euch auch gleich hier ein. Was ändert sich an der Waffe? Wie gesagt, sie ist jetzt eine Airdrop-Waffe. Der Schaden wird von 11 auf 12 pro Kugel erhöht. Magazingröße 32 Schuss. Und wir haben eine 160er Schussreserve. Wir können keine leichte Munition mehr aufheben für diese Waffe. Und wir haben ein goldenes Tracker-Visier drauf. Ganz, ganz wichtig. Die Devotion ist zurück. Sie ist eine Standardwaffe. Wie gesagt, ich habe im Stream gerade eine heftige Runde mit Rampart hingelegt. Ich habe aus der Hüfte die meisten Leute geholt mit der Devotion. Es ist krass. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war, dass die Devotion zurück ist. Sie ist definitiv krasser als die 99. Das muss ich einfach mal sagen. Ist meine persönliche Meinung. Natürlich bin ich auf einzelne Kommentare und auf eure Meinung einfach gespannt, was ihr von den Änderungen haltet. Goldene Flurwaffen. Es gibt eine komplette Rotation. Was meine ich? Season 5 zum Beispiel, die goldene Spitfire liegt irgendwo auf dem Boden in einem Care Package oder sonst wo. Lootbin, Lootbox, das meine ich, nicht Care Package. Und zwar fallen alle goldenen Waffen weg. Es war die Longbow, die Eva, die Spit, die Hemlock und die RE45. Neu in Season 6 sind jetzt die Devotion, die Mastiff, die Triple Take. Die Flatline wird Gold. Ich bin so gespannt, ich habe sie gerade noch nicht finden können. Und die neue Volt SMG. Die Volt SMG übrigens, ich habe sie jetzt nur wenig testen können. Ich habe es im Trainingsgelände kurz getestet. Auch von der Volt SMG wird es noch einen Guide geben. Die Volt SMG ist ein würdiger, ohne Scheiß ein würdiger Ersatz für die R99, aber viele Pro-Gamer oder Hardcore-Gamer unter euch, die wirklich sehr, sehr gut sind, werden wahrscheinlich sagen, dass es die absolute Noob-Waffe ist. Ich finde, der Rückstoß ist deutlich einfacher zu kontrollieren als die 99, deswegen umso mehr finde ich es gut. Jawohl, ich fand die 99 ist schwerer zu kontrollieren. Ob das so ein guter Schachzug von Respawn war, dass die 99 jetzt doch weg ist, auch wenn ich es trotzdem gut finde. Sei erstmal dahingestellt. Kommen wir zur Munition. Da ändert sich ein bisschen was an der Sniper-Ammo. Wenn wir jetzt so ein Stack aufheben, heben wir statt 8 12 Schuss auf und wir können jetzt pro Slot statt 16 24 stapeln, bevor ein neuer Slot im Inventar anfängt. Energy-Ammo. Wir können jetzt pro Slot nur noch 20, auch pro Pick, wenn wir eins aufheben, sind es nur noch 20 statt 30 Schuss. Und ich bin mir auch sicher, warum die das gemacht haben. Ganz einfach, die Volt SMG, die Devotion, die sind wirklich extrem krass. Ohne Scheiß, testet selber. Und wenn du dein Inventar voller Munition hast, nur mit Energy-Ammo, kannst du ja den Chuck Norris spielen, ohne Mist. Kommen wir zu den Waffen-Updates. Ja, tut sich auch eine Menge. Fangen wir mit der Hemlock an. Die Hemlock, der vertikale Rückstoß wurde etwas reduziert im Burst-Modus, ganz wichtig. Ja gut, im Einzelschussmodus hat sie so gut wie keinen Rückstoß, macht also keinen Sinn. Und welche Zahl ich jetzt nicht ganz interpretieren kann, ist die Zeit zwischen den möglichen Burstschüssen. Die wurde reduziert von 32 auf 28. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Zeitangabe sein soll. Millisekunden ist ein bisschen kurz, das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich habe es einfach der Vollständigkeit halber erwähnt. Die Charge Rifle, ich habe hier komplett die Patch Notes im Stream vorgelesen. Und auch hier gerne an alle Hobby-Mathematiker: erklärt mir bitte den Sinn für die Änderung der Charge Rifle. Ihr erinnert euch, wir hatten früher schon mal die Charge Rifle, hat pro Schuss mehr Kugeln verbraucht. Ich komme einfach mal auf den Punkt, in Season 5 war es so, du hattest 4 Schuss im Magazin, pro Schuss hast du eine Kugel verbraucht. Und jetzt ist es wieder so, dass wir pro Schuss 2 Kugeln verbrauchen. Ihr konntet in Season 5 quasi 4-mal schießen und mussten dann nachladen. Und jetzt haltet euch mal mega fest, ihr Hobby-Mathematiker. Die Magazingröße wird von 4 auf 8 erhöht. So, und laut Adam Riese heißt 2 Kugeln pro Schuss.
und eine Magazinsgröße von 8 heißt für mich genauso 4 Schuss. Was soll dieser Blödsinn? Ich verstehe es nicht. Also das Einzige, was ich mir logisch erklären kann, macht für mich aber trotzdem nicht viel Sinn, ist, dass die Sniper-Ammo-Stack-Größe verändert wurde. Ich würde deswegen aber nicht unendlich viel Sniper-Munition mit mir rumschleppen. Also diese Veränderung, sorry Respawn, macht für mich keinen Sinn, auch wenn ihr das Video sowieso nicht sehen werdet. Die Triple Take, erhöhte Feuerrate von 1,25 auf 1,4 Schuss pro Sekunde. Angenehme Änderung, wird denke ich ein klein wenig spürbar sein. Und die Magazingröße für jede Stufe wird ein wenig angepasst. Ohne erweitertes Magazin von 5 auf 6 Schuss, weißes Magazin von 6 auf 7, blau von 7 auf 8 und lila von 8 auf 9 Schuss. Interessante Änderung, die Triple Tech ist auf jeden Fall eine interessante Waffe. Die Peacekeeper kommt natürlich nicht zurück, auch wenn uns Hoffnung gemacht wurde auf Twitter. Vielleicht passiert das ja in Split 2 oder in Season 7. Lassen wir uns mal überraschen, vielleicht kommt auch die 99 wieder zurück. Vielleicht bereut das Respawn ganz schnell. Das Einzige, was es zu erzählen gibt, ist die Choke-Integration, habe ich vorhin schon erzählt, dass die Fähigkeit des Choke-Hop-Ups jetzt integriert in der Triple Take und der Peacekeeper sind. Alles andere ist gleich geblieben bei der Peacekeeper. Die Spitfire, bin ich mir nicht sicher, ob ich es richtig übersetzt habe, erhöhte Rückstoßkontrolle. Ich finde die Rückstoßkontrolle bei der Spitfire standardmäßig schon nicht sehr schwer. Werden viele noch noobiger finden, vor allen Dingen, wenn du mit Rampart spielst. Schnelles Nachladen, noch ein größeres Magazin als passive Fähigkeit. Interessante Geschichte. Was ich gar nicht mitbekommen habe, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, falls ihr es mitbekommen habt, ist der Hop-Up, der Paintball-Hop-Up, also der Graffiti-Mod überhaupt noch im Spiel. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich habe die Spitfire jetzt in Season 6 in den kurzen Runden noch nicht aufgehoben oder nicht gefunden, ich weiß es nicht mehr genau. Die Havoc. Die Havoc hat ja jetzt wieder den Turbolader. Jetzt haben die ewig an dieser Waffe rumgenervt und gebastelt, bis sie halbwegs nicht mehr so stark ist. Jetzt bekommt sie den Turbolader wieder. Das Einzige, was jetzt verändert wurde, ist, dass das Rückstoß-Pattern, das Rückstoßverhalten verändert wurde. Es ist jetzt nicht zufällig, es ist einfach nur verändert worden. Es ist jetzt ein bisschen anders. Wie, kann ich leider nicht sagen. Die Mosambik, viele von euch haben es in meinem Battle Pass-Trailer-Video schon angemerkt. Ich hätte es gar nicht gesehen, so eine kleine Details, die fallen mir oft in solchen Trailern gar nicht auf. Ich gucke mir meistens den Trailer an. Und dann starte ich sofort ein Video darüber zu machen. Ich muss mir angewöhnen, das öfter zu gucken. Die Mosambik wurde gebufft von 3 auf 4 Schuss. Punkt. Finde ich eine gute Sache. Der eine Schuss kann eine Menge ausmachen. Gerade für so eine Aim-Trottel wie mich, die mit der Mosambik im Einzelschuss, ist ja nun mal nur eine Einzelschusswaffe, aber allgemein gilt das für mich. Einzelschusswaffen ist immer ein bisschen schwierig. Es sei denn, es ist die G7. Die P2020, Standardschaden wurde von 13 auf 15 erhöht pro Kugel. Sehr gute Sache. Die Hammerpunkt-Munitionsschaden-Multiplikator-Geschichte wurde etwas reduziert. Quasi, wenn du die Hammerpunkt-Munition drauf hast, ist der Multiplikator von 2,7 auf 2,35 Schaden reduziert worden. Magazingröße. Von Standardmagazingröße wurde von 10 auf 12 Schuss erweitert. Weiß von 13 auf 14, blau 15 auf 16. Und das lila Magazin ist gleich geblieben, 18 Schuss im lila Magazin. Die Sentinel. Wenn du ein goldenes Buddy hast, brauchst du nur eine Schildzelle, um diesen Aufladeschuss wegzuballern. Mehr hat sich bei der Sentinel nicht getan. Die Prowler, reduzierter Rückstoß im Burst-Modus, genauso wie bei der Hemlock. Jedoch, und das kann ich verstehen, weil die Prowler mit dem Mod echt extrem heftig ist, erhöhter Rückstoß beim vollautomatischen Modus. Völlig verständlich. Und als letztes, was in Bezug auf die R99 zutrifft, die Supply-Drop-Waffen, wie die Peacekeeper, die 99 und die Kraber, die sind jetzt nicht mehr gold eingefärbt, sondern rot, wie zum Beispiel der Bolt-Key oder das Evo-Shield, wenn es voll gelevelt ist. Das seht ihr ja auch in so einer Deathbox. Das war es soweit von den Veränderungen. Ich versuche jetzt euch mal noch so simpel wie möglich das Crafting-Material, wie das Crafting-System funktioniert, ans Herz zu legen. Ganz einfach, wir finden quer über der Map verteilt, immer random-mäßig. Die sind immer woanders, wenn du eine neue Runde startest. Und wenn du nach unten drückst auf dem Steuerkreuz, schon während du fliegst, kannst du dir die Locations anzeigen lassen und auch diese Tables, wo du das craften kannst. Du musst Materialien einsammeln. Es ist immer unterschiedlich, wie hoch die Materialien, glaube ich, sind. Wenn ich das richtig gesehen habe, solltest du während einer Runde draufgehen und wirst irgendwo wieder gerespawnt, behältst du die Crafting-Punkte. Und die Crafting-Punkte nehmen dir keinen
Platz aus deinem Inventar weg. Sehr, sehr interessante Geschichte. Bedeutet, für den Endfight gehst du vielleicht vom Endfight drauf. Kannst du irgendwo gerespawnt werden, hast mit Glück in der Nähe irgendwo diesen Crafting Table, kannst ihn aktivieren und kannst dir wenigstens dein Evo-Shield ein bisschen hochpimpen oder dir, was weiß ich, irgendeine Waffe rausziehen, die da gerade eben tagesaktuell drin ist. Was sich da drin befindet, wechselt entweder täglich, ist permanent oder wöchentlich. Zum Beispiel permanent kannst du jedes Mal dein Evo-Shield hochleveln um, glaube ich, 100 Punkte, wenn ich das richtig gesehen habe, auch wenn ich das vorhin getestet habe und mir das etwas anders vorkam. Du hast auch immer Munition drin, zum Beispiel, die du für die aktuell ausgerüstete Waffe hast, wenn ich das richtig gesehen habe. Und so weiter und so fort. Habe ich noch irgendwas vergessen? Das soll es eigentlich soweit schon wieder gewesen sein. Das waren meine Patch Notes. Sorry, es geht ein bisschen länger, aber es waren echt viele Änderungen. Das sind 20 Minuten, natürlich eine echt heftige Sache. Das soll es von mir gewesen sein. Gebt mir in den Kommentaren mal Bescheid, was ihr von den Änderungen haltet. Geht ihr konform mit der ganzen Geschichte? Findet ihr solche Änderungen zu heftig wie mit der 99? Ich kann aber nur betonen, die Volt SMG ist ein würdiger Nachfolger. Ohne Scheiß, wer es nicht glauben will, sollte sich vielleicht im Trainingsmodus ausgiebig testen. Es lohnt sich. Hat euch dieses Patchnote-Update-Video gefallen und wollt ihr weitere Informationsvideos in Zukunft von Apex Legends nicht verpassen? Es gibt noch einen Guide für die Volt SMG, es gibt noch einen Ramport-Guide, es gibt noch ein Battle Pass-Video, es gibt noch ein Pack-Opening. Ich habe knapp 150 Packs, die ich in Season 6 noch öffnen werde. Dieses Video wird aller Voraussicht nach nächste Woche kommen. Also, wollt ihr nichts verpassen, abonniert meinen Kanal, ich würde mich sehr, sehr drüber freuen. Wir sind kurz davor, die 9000 zu erreichen. Wahrscheinlich habe ich sie schon erreicht, wenn ihr das Video gerade schaut. Auf einem guten Weg zur 10k. Ich würde mich freuen, wenn ihr nicht zu den 37% gehören möchtet, die aktuell immer noch einschalten und nicht abonniert haben. Wenn ihr da dazugehören wollt, das war falsch ausgedrückt, abonniert einfach meinen Kanal. Das war es jetzt von mir. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch viel Spaß in Season 6. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.